Ja, ich möchte auf jeden Fall mal über die Paralympics nochmal reden. Wir haben ja in der letzten Folge über Dingens geredet, über die Olympics, ja. Und jetzt mal über die Paralympics. Und in der letzten Folge ging es ja zum Beispiel um die Sache mit den Dopingskandalen. Und ich denke auch mal, dass die Teilnehmer der Paralympics überhaupt keine Dopingskandale durchführen. Beziehungsweise, ja, die werden sich halt nicht in sowas begeben, weil die haben ganz andere Probleme. Weil bei den Paralympics ist es echt noch so, dass es wirklich um dieses Zusammen Sport machen geht, um dieses Zusammengehörigkeitsgefühl vor allem auch, weil die ja eingeschränkt sind, körperlich meistens, und beziehungsweise eigentlich, da dürfen ja nur so gesehen behinderte Menschen mitmachen. Ja, und das heißt, dass die halt ganz andere Probleme haben, und diese Sportveranstaltung dient eigentlich wirklich auch nur dazu, dass die sich auch mal wieder sportlich duellieren können, weißt du? Obwohl sie halt eine Einschränkung haben, das vielleicht durch einen Unfall entstanden ist. Das heißt ja nicht, dass sie dann keinen Sport mehr machen dürfen, was sie vielleicht vorher gerne getan haben. Und deswegen gibt es die Spiele eigentlich, dass sie mal wieder dazu kommen, sich mit anderen Gleichgesinnten irgendwie zu messen, ja. Und die halt die gleichen Probleme haben. Und da kann man sich halt auch mal irgendwie mit denen identifizieren oder so, oder ich weiß nicht, ja. Der Sinn von so einer Veranstaltung ist es eigentlich auch, die Menschen so zusammenzuführen und irgendwie dann, dass sie sich besser fühlen einfach. Dass sie sich mal gut fühlen, ja, während so einer Veranstaltung. Das ist eigentlich so der Sinn. Und das sollte auch nicht verloren gehen. Und ich denke mal, nur um das nochmal anzusprechen, weil ich am Anfang darauf hingewiesen habe, die werden niemals irgendwie Doping oder so nehmen, diese paralympischen Spieler, weil die einfach, die haben es nicht nötig, weil ich meine, was nicht drin ist, ist halt nicht drin. Und habt ihr eigentlich schon mal gehört, dass so jemand Dopingskandale gemacht hat oder dafür gesorgt hat? Ich glaube nicht. Ja. Wenn es anders ist, dann klärt mich auf in den Kommentaren, aber ich denke mal nicht. Und wenn es bis jetzt noch nicht passiert ist, ich denke mal, da wird es auch nicht passieren, ja. Es ist einfach so. Weil, wie gesagt, dann wäre ja wieder sozusagen alles zerstört und die könnten nie wieder an sowas teilnehmen. Und das ist halt eine gute Möglichkeit, um mal wieder sportlich auch was, ja, einfach sich zu messen, ja, mit anderen und einfach sportlich aktiv zu werden und dann mal ein bisschen, ja, wieder einen Sinn zu sehen, Sport zu treiben, ja, weil die Spiele quasi das Ziel sind. Und das ist halt ein guter Gedanke, und ich denke mal, deswegen wird auch keiner so dumm sein und Doping nehmen. Sowas gibt's dann echt nur bei den normalen Olympischen Spielen, weil die Menschen einfach nicht den Hals voll kriegen. Weißt du? Ist einfach so. Und ja, ich denke mal auch nicht, dass es bei den Paralympics irgendjemanden, der da mitmacht, nur darum geht zu gewinnen, sondern da machen wirklich auch alle nur aus Spaß mit und wirklich mal um das zu erleben und nicht um wirklich nur zu gewinnen, weil das wäre ja auch blöd. Und wenn dieser Gedanke nicht im Vordergrund steht, der Sieger zu sein, der Erste zu sein, der Beste und Schnellste und was weiß ich, dann wird's auch nicht zu einem Doping oder sonst was kommen. Es ist einfach so. Ja. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht. Also Paralympics sind eigentlich schon immer eine gute Sache. Die werden ja auch immer ausgetragen. Ich glaube, die sind immer in den Jahren zwischen den Olympischen Spielen. Das heißt, in den ungeraden Jahren. Zum Beispiel dieses Jahr müssen wieder welche sein, wenn ihr das Video seht, also 2017. Ja. 2016, jetzt wo ich das hier aufnehme, nicht. Das sind ja die normalen. Ja. Und ich bin mal gespannt, ob es, oder beziehungsweise, ne, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Scheiße. Ich glaube aber mal, um das nochmal abzurunden, das Thema, die Paralympischen Spiele sind doch alle 2 Jahre, ne? Also, die sind dann schon
ziemlich oft eigentlich, ne? Zum Beispiel die Sommerspiele der Olympischen, die sind ja nur alle 4 Jahre und dann halt Winterspiele, aber die jucken halt keinen. Ist halt einfach so. Ja, mich jucken sie zumindest nicht. Ja, auf jeden Fall. Die anderen sind ja alle 2 Jahre und das finde ich eigentlich auch gut so. Diesen Rhythmus ist ein bisschen öfter als die anderen. Und ja, damit die halt auch einfach eine Chance haben. Ja, wie gesagt, damit sie halt einfach dieses Gefühl mal kriegen, was ich ja beschrieben habe. Und dann auch einen positiven Effekt daraus ziehen. Und das auch nicht zu selten, ne? Wäre ja blöd, wenn das nur alle 4 Jahre wäre. Ja, ich bin aber einer, ich gucke mir eigentlich gar keine Olympischen Spiele an. Auch nicht die Paralympischen. Die habe ich mir eigentlich nicht noch nie angeguckt. Ich habe meine Nachrichten immer davon gehört. Der und der hat da und da was gewonnen. Aber ich habe jetzt nie die Spiele so an sich verfolgt. Also ich weiß nicht. Das war nie so mein Fall. Ja, es liegt aber jetzt auch nicht daran, dass die behindert sind oder so, sondern einfach nur, es liegt einfach daran, dass mich das allgemein nicht interessiert, so Sportsendungen und das ist einfach nicht meins, weißt du? Vielleicht gerade noch so Fußball, das geht halt irgendwo noch. Aber auch nur, wenn es spannend ist, zum Beispiel bei der EM. Aber zum Beispiel Olympische Spiele gucke ich jetzt eigentlich nicht, weil das ist für mich nicht so spannend. Ja. Ja. Und deswegen gucke ich auch die Paralympics nicht. Und kann da jetzt auch nicht so viel drüber erzählen. Würde ich die jetzt gucken, könnte ich natürlich erzählen. Ach, ich weiß noch damals, da war das und das und da ist das und das passiert. Und der hat gewonnen und was weiß ich. Da könnte ich dann schon viel erzählen, aber so eben nicht. Ist dann halt auch mal schade, aber ich halte mich aus solchen Sachen dann immer raus. Ich gucke mir sowas halt nicht an. Ich weiß nicht, ist einfach nicht so mein Fall. Viele Sachen. So allgemein, so Live-Sachen im Fernsehen gucke ich mir auch nicht an. Keine Ahnung. Muss man ja auch nicht, ne? Naja, nur um das nochmal aufgegriffen zu haben, das Thema auch. Ein bisschen über die Paralympics haben wir jetzt gequatscht. Hat man auch noch nicht das Thema, ne? Oder? Ich glaube nicht. Und wenn, dann nicht so ausführlich. Ja, schön. Dann gucken wir mal. Oh, Enderman. Darf ich nicht angucken. Die sind aber auch überall hier. Wer hätte es gedacht? Okay. Ich leuchte hier mal aus. Ich weiß, ich werde später nicht zurückfinden. Ist mir auch egal. Ach, da drüben geht's noch weiter. Guck mal da nochmal. Ach, das Rübergebaue nervt immer. Ich bin immer froh, wenn ich an Festland bin und was zum Erkunden habe. Bringt dann aber doch nichts. Weil 3 Minuten später ist man wieder vor der Situation, sich rüberbauen zu müssen. Ja. Das ist wirklich so. Naja. Wir gucken mal. So. Aha, da hinten ist noch was. Ein dicker Klumpen. Da reisen wir auch noch mal hin. So. Aha. Das ist ziemlich sauber da vorne, Alter. Kann ich mal einen Screenshot machen? Yes. Vierte, fünfte immer noch. Genau derselbe Tag, als ich schon auf dem Server das aufgenommen habe. Mit der mittelalterlichen Stadt. Das Video kam ja vorgestern, wenn ich mich nicht irre. Und ja, das ging auch mal wieder ziemlich lange. Also das ging knapp 40 Minuten. Und das war schon krass. Da habe ich auf jeden Fall lange gebraucht, das alles zu zeigen. Das sieht man mal, ne? Das geht manchmal gar nicht so leicht oder gar nicht so schnell auch. Ist ziemlich krass. Naja, jedenfalls kam ja dann am Ende noch einer online. Und mittlerweile sieht es so aus, als ob wir mal wieder ein bisschen aktiv werden auf dem Server. Ich hatte ja gesagt, der ist so tot und da wird bald eh offline gehen und so weiter. Aber
Wir haben jetzt in der WhatsApp-Gruppe nochmal geschrieben, da hat einer gefragt von den Leuten, yo, wollen wir langsam mal den Enderdrachen machen? Und ja, ich denke mal, den werden wir dann heute Abend noch machen. Und da bin ich mal gespannt, wie es da jetzt noch weitergeht. Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir wieder mehr machen dort. Vor allem, es gibt wirklich noch sehr viel fertigzustellen. Echt sehr viel. Um das nochmal zu betonen. Ja, also das ist echt nicht wenig. Wir müssen noch richtig, richtig viel bauen eigentlich. Wir hatten noch so viele Ideen und die Kathedrale schon alleine, die ist nicht fertig und was weiß ich. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran. Ja, aber wenn die anderen halt keinen Bock haben, ich kann es halt nicht alleine schaffen so. Und ja, was bringt's auch für mich, wenn ich jetzt alles fertig baue und dafür wochenlang brauche und dann geht das Server eh irgendwann offline und keiner sieht was. Weißt du? Ist dann auch doof. Ja, und deswegen habe ich mir halt gedacht, nee, komm, das lassen wir bleiben. Beziehungsweise, nee, was laber ich eigentlich von Scheiß? Ich habe mir halt gedacht, nee, komm, ich mache nicht alles fertig jetzt, sondern ich mache einfach hier und da ein bisschen was. Und wenn die anderen halt inaktiv werden, dann ist es halt leider so. Ich spiele weiterhin auf dem Server, bis es nicht mehr geht. Wahrscheinlich. Ja, insofern ich Zeit habe. Ich habe jetzt auch den neuen Kanal. Oh ja, da kann ich drüber reden. Nächste Folge. Genau, nächste Folge. Da geht es mal um den neuen Kanal, den ich habe. Oh, Enderman. Die sind ja überall. Wer hätte es gedacht? Das sage ich auch alle 2 Sekunden, ne? Ist ja schlimm. Oh Mann, ich bin aber auch manchmal neben der Mütze. Es ist echt heute wieder so ein Tag, ich erzähle wieder viel Scheiße. Viel Scheiße. Ich kann nicht mal richtig sprechen, ey. Ist eigentlich armselig. So. Oh, mein Finger tut mir schon weh, ey. Ich glaube nicht, dass wir noch was finden, ey. Sieht so aussichtslos aus gerade. Boah, schlimm. Vor allem, ich habe einfach nur eine Holzspitzhacke, ey. Das ist so lächerlich. Ich könnte eigentlich mich herunterstürzen. Ich habe eh das Inventar-Dings an. Also Keep Inventory habe ich an. Ich könnte mich ja locker easy jetzt fallen lassen. Aber ich mach's nicht. Weil ich zu cool dafür bin. Nee, wahrscheinlich, weil ich keinen Bock hab. Ja, ich will ja auch nicht cheaten. Und in einem gewissen Sinne wär's das ja schon. Also cheaten, wenn ich mich jetzt herunterstürze und einfach alles behalte. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache eigentlich. Ich habe das nur vorsichtshalber angemacht, natürlich, ne? Damit ich einfach nicht so unter Druck stehe. Ja. Aber trotzdem, ich will mich nicht mit Absicht runterfallen lassen. Sondern wenn es passiert, dann passiert es halt, dann ist es nicht so schlimm. Wir haben alles noch. Aber ich will mich jetzt nicht mit Absicht bewusst runterstürzen, damit ich halt schnell zu Hause bin oder so. Also wir müssten dann schon den ganzen Weg zurücklaufen. Ja. Zum Beispiel, um eine neue Spitzhacke zu holen. Mann, ey, ich hätte meine Diamantspitzhacke mitnehmen müssen. Ist ja schlimm. Dieses Scheißding hier, das baut so langsam ab. Da schläfst du ja dreimal ein. Boah. Ist ja echt nicht schlecht hier. So. Oh, diese Scheißviecher hier, wie sie grunzen. Wie solche Schweine. Na, da komm mal her, du kleines Schweinchen. So. Na. So. Na. Jetzt aber. Na, komm. Das ist aber auch schlimm. Manchmal sind die richtig widerspenstig. Ja. Oh Mann, bisschen Endstein noch. 23, 24, wow. Es geht ja in einem Affenzahn hier voran. Alter. Das ist nicht euer Ernst. Ja, gleich ist die Spitzhacke tot.
Dann darf ich mir eine neue craften. Aber ich habe keinen Bock nochmal auf eine Holzspitzhacke, ey, ganz ehrlich. Boah, das schleift. Aber übel. Ich bräuchte eigentlich wirklich noch ein bisschen Eisen. Es ist einfach so. Warum hab ich nicht? Warum bin ich so dumm und nehm's nicht mit? Das ist echt schlimm. Ich baue mich gleich mit Holz rüber, weißt du, das ist eigentlich das Beste. Aber ich will nicht das letzte bisschen, was ich überhaupt noch mir mitgenommen habe, wegwerfen. Ah, warte mal. Ey, stimmt, ich könnte mich mit Chorus flüchten, genau. Ah, die muss ich erst braten, oh nein. Ach, scheiße. Wie kriegen wir denn Blöcke? Warte mal, gibt's von diesen... Oh, warte, das muss ich jetzt austesten. Gibt's hier Slabs von? So. Oh, nee, da gibt's keine Slabs von. Ach, scheiße. Das ist ja auch dumm. Na ja, komm, ich nehme die Werkbank mal wieder mit. Wir könnten theoretisch aber Holzslabs machen. Das wäre echt sinnvoll. Komm, machen wir erstmal hier 12. Ja, was soll ich tun? Ist die Frage. 60 habe ich jetzt schon mal. So. Erstmal was fressen. Und dann hier rüber.